Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die USA haben der Ukraine weitere Hilfen zugesagt. Vizepräsident Biden stellte bei einem Besuch in Kiew 50 Millionen Dollar in Aussicht. Mit dem Geld soll unter anderem die Präsidentenwahl in einem Monat finanziert werden. Washington hatte schon früher Kreditgarantien über 1 Milliarde Dollar übernommen. Biden rief die Übergangsregierung zugleich auf, die Korruption stärker zu bekämpfen. Er war gekommen, um der angeschlagenen ukrainischen Übergangsregierung den Rücken zu stärken. Der amerikanische Vizepräsident Joe Biden heute in der Rada, dem Parlament. Washington stehe an der Seite der Ukraine, so Biden. Und während er seinen Katalog an Mitbringseln verlas, klebten die Abgeordneten an seinen Lippen, darunter auch Vitali Klitschko. Ein Hilfspaket in Höhe von 50 Millionen Dollar, Militärgüter, darunter Funkgeräte und Fahrzeuge, aber keine Waffen. Allerdings, so Biden, müsse die Ukraine das Krebsgeschwür der Korruption stärker bekämpfen. Man wolle der Ukraine helfen, sich unabhängig von Russland zu machen, so Biden. Nach mir werden weitere Teams in die Ukraine kommen, um die Wirtschaft langfristig zu verbessern, damit kein Land, und damit meine ich Russland, Energie als politisches Druckmittel nutzen kann und die Ukraine politisch unter Druck setzt. Eine perfekte Vorlage für Ministerpräsident Jatsenyuk, der seinerseits erleichtert über den Schulterschluss mit den USA schien. Wir werden uns nur aus dieser Abhängigkeit lösen können, wenn der Westen in die ukrainische Gasindustrie investiert. Wir sind bereit für die Investitionen amerikanischer und europäischer Firmen. Ein Handschlag, der eine Regierung stützen soll, die mit dem Rücken zur Wand steht.